So, willkommen zurück bei Let's Play Spyro. Ach so. Normalerweise. Das ist nicht richtig. Wie kommen wir hoch zu den anderen Edelsteinen, wenn ich so. Irgendwie von da oben. Schau mal, ob es da nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt. Oh, wir haben da auf jeden Fall einen vergessen. Wo geht's hier hoch? Ist aber auch nicht hoch genug. Und das hier? Ah! Das schaut doch richtig aus. Nein! Mann, 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 Spyro. Da jetzt aber. Ja. Au. Okay, da haben wir das letzte Drachenei, die Claire. Samt Regenbogen. 400 von 400. 100% des Levels abgeschlossen, sehr schön. So stelle ich mir das vor. So, dann auf zu Bad Sonnenaufgang. Damit wir da weiterkommen. Ich habe was Glänzendes in der Höhle da drüben gesehen. Gucken wir es uns an. Du kannst dorthin schweben. Drück dazu einfach Aktion am Ende des Gleitens. Ja. Oh, dieses Ei hätte ich fast vergessen. Die Coltrane. Unter der? So, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch so haben in der Höhle. Das ist ein Superflug-Power-Up, Spyro. Jedes Mal, wenn du durch ein Power-Up gehst, das so aussieht, kannst du für eine ganze Weile fliegen. Das weiß ich schon. Die Frage ist nur, wofür ich fliegen können muss hier drin. So, wahrscheinlich, damit ich da hoch zu dem Ei komme, oder? Da. Wollen wir hier hoch und dann links rum. Und dann haben wir den Army. Die Army. Ich hab keine Ahnung. Schaut weiblich aus. So, wunderbar. Dann können wir hier unten ja weiter.
Endlich funktioniert mein Portal wieder. Besuch mich in der Tiki-Hütte. Sofort. Ich will nur hier draußen noch kurz. Alles sammeln. Achso, das hier ist so ein Stein. Beliem. Oh, ist der dick. Und traurig. So, dann schauen wir uns die Tiki-Höhle an. Die Kamera ist gerade im passiven Modus. In diesem Modus musst du die Kamera manuell steuern. Wenn du magst, kann ich die Spielkamera in den aktiven Modus wechseln. Im aktiven Modus passt sich die Kamera deinen Okay. Nö. Änder mal lieber nix. So, geh mal in die Tiki-Höhle hier. Der Schmelzkrater. Das erinnert uns doch an den zweiten Teil. Da gab es doch eine Welt, die genauso hieß. Oder ähnlich, zumindest. So. Oh. Was habe ich gemacht? So, Level kurz verlassen. Irgendwas stimmt da nicht. So, wieder hier. Sie stiften hier Chaos, aber ich kann niemanden lange genug aus der Tiki-Hütte holen, um etwas dagegen zu unternehmen. Ich helfe dir. War kein Problem. Dafür bin ich doch hier. Ach, das war ja hier Indianer Rino. Bringt da einfach das andere Wildschwein um. Die sind ja brutal. Die Ricky. Der Ricky. Der Ricky. Aua. Weil wusste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich gegen den machen soll. Der hat mich ja ganz schön ausgenockt. So, auch das Wildschwein ist gar kein Problem für uns. Warum macht das jetzt wieder da war? Keine Ahnung. Achte darauf, dass Sparks gesund bleibt. Wenn seine Gesundheit niedrig ist, grille eine kleine Kreatur wie die Schnecke unter mir, um einen Schmetterling zu befreien. Mach ich. Ui. Der Feuerangriff ging irgendwie weiter als erwartet. Da. Auch ihr seid kein Problem für mich. Perfekt. Ein Schlüssel. Ob der für einen Anfang ist? War es eine Truhe, die man mit dem Schlüssel aufmachen kann?
So, schau mal nach, hm? Achso, ach, wir hätten ja wahrscheinlich am Ende eine Abkürzung gehabt. Egal. Wir sind doch ganz schnell. Ein aufgeschlossener Zug. Erfolg. So. Jetzt sind wir doch gleich wieder zurück. Gespeichert haben wir auch. Sehr gut. Schwierig, wenn die so unterschiedlich angreifen. Fast. Hey. Nacht in der Tiki-Hütte verschenkt. Das ist schon hier Ende vom Level. Fehlt da was? Gesundheit. Kleiner Drache. Ja, es ist ja noch nicht mal die Hälfte von allem. Ah ja, der Gellert sagt wieder. Wachtmeister Bird ist im Moment auf einer wichtigen Mission ins Innere eines Käfigs. Pech gehabt, die Zauberin. Es gibt noch mehr spielbare Charakter, oder wie? Spyro, zwei Eierdiebe sind durch diese Tür gelaufen. Naja, eigentlich haben sie mich dafür bezahlt, ihr Versteck zu bewachen, aber das ist irrelevant. Ich lasse dich gerne durchs Tor, um sie zu jagen. Für einen kleinen Finderlohn. Danke, Spyro. 300. Und viel Glück beim Fangen dieser gemeinen Eierdiebe. Danke. Dein Bucher hier. Bist du der Drache, der nach den Eiern sucht? Ich habe nämlich eine verdächtige Person da drüben mit einem gesehen. Verdächtige Person gesehen. Wie? Hoffen wir mal, dass das nicht solche Verfolgungsjagden wieder im zweiten Teil werden mit den. Was waren das? Kängurus. Weil die waren ja furchtbar. Da, jetzt wollen wir hier aber erstmal ein bisschen nach den Diamanten Ausschau halten. So. Okay, mir scheint, wir müssen hier drauf. Okay. Müssen wir das erst lernen, hier schneller zu werden, oder können wir das tatsächlich schaffen? Nicht das Gefühl, dem näher zu kommen. Eine Runde probier's jetzt noch, aber die Pfeile bedeuten ja irgendwie was, oder? Na, ich könnte mir schon einen näher zu kommen, aber es mag auch Einbildung sein.
So. Moira hätten wir. Hey, da ist noch einer. Der war echt schnell. Wenn ich die Superladung aktiviere, kannst du ihn vielleicht fangen. Na, dann aktivier die mal. Uah. Was das denn? Jetzt waren wir zu schnell. Ist ja blöd. Achso, doch, jetzt ist er vorne. Sehr gut. Oh. Das war nicht so gut. Irgendwie sind wir mit unserer Superladung immer zum falschen Moment schnell genug. Okay, das war gut. Kermit. Ach so. War da irgendwo sonst noch so eine? Ist ein bisschen doof, dass unser... Oh, unsere Libelle nicht mehr ist. Aber ich sehe auch kein kleines Viech, um sie neu zu aktivieren. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir hier alles haben. Nach bestem Gewissen. So, hier ist jetzt offen. So. Sind hier noch irgendwo welche? Genau. Oh. So, der Rest scheint da bei dem Bademeister zu sein, wo wir noch nicht rein können. Den müssen wir wieder erst irgendwo anders befreien. Also zurück in die Overworld. Der kann ja vielleicht wieder nicht so weit sein, schätze ich mal. Das Känguru war ja auch direkt daneben. Ach, sind die Schafe, die auf dem Grund dieses das abgeben. Ist ein Ei. Ich würde es ja holen, aber ich will mein Fell nicht nass machen. Holst du es rauf? Du kannst tauchen, indem du Stürmen an der Oberfläche drückst und auch unter Wasser stürmen, indem du Stürmen gedrückt hältst. Warum mussten sie das hier wieder einbauen? Die größte Schwäche des zweiten Teils. Diese furchtbaren Unterwasserlevel. Im ersten Teil, das war mir lieber, wenn man im Wasser einfach gestorben ist. So, Bruce.
Achso, hier haben wir alle. Sehr schön. Spyro, ich habe eine besondere Aufgabe für Sparks. Wir treffen uns später wieder hier. Zoe. Okay. Das hier schauen wir uns gleich an. Ich will nur gucken, ob Jäger was für mich hat. Denk dran. Nö. Okay. Wenn du eine Person aus jeder unserer fünf Welten zurückbringst, können wir dir helfen, den Ballon zu benutzen. So, es fehlt quasi eine Person. Juhu! Mein Portal funktioniert! Wir sehen uns am Strand! Snappy die Raube. Wie süß. Na dann, auf zum Strand. Würde ich sagen. Der Muschelstrand. Na wunderbar. Ein Unterwasserlevel. Ich nehme alles zurück. Während ich weg war, haben sich meine Freunde das U-Boot der Rhinoxe für eine Spritztour geborgt. Und dann sind sie mit einem riesigen Haufen Steine kollidiert. Das fanden die Rhinoxe natürlich überhaupt nicht lustig. Und haben meine Freundin in die Gefängniszelle hinter dir gesteckt. Ich muss mir jetzt was einfallen lassen, wie ich die wieder befreie. So. Hey. Also entweder habe ich mich aber ans Schwimmen langsam gewöhnt. Oder es wird tatsächlich ein bisschen einfacher. So, hier können wir raus. Aus dem Wasser, wie mir scheint. Ah ja. So. Okay. Oh, ich dachte schon, es wäre im ganzen Unterwasser das Level. Wenn du eine kurze Zusammenfassung deines Fortschritts in einer Welt willst, drück Handbuch, um die Handbuchseite für die aktuelle Welt zu öffnen. Ah ja. Götzenköpfe zurechtdrücken. Okay. Da sehen wir sogar Hinweise, was wir machen müssen für die Eier. Jo. Genau. So. Unter Wasser leuchten die Steine halt nicht so. Ist dann gar nicht so einfach, die zu entdecken.
Aber hier haben wir auf jeden Fall ein Ei. Cool. Den Chasen. Ach, auch der ist furchtbar traurig. So. Auch den erledigen wir. Oh. Dürft das ruhig mal bleiben lassen, hm? So. Nicht mit mir. Ihr zwei Matrosen. So, wie es aber weitergeht, würde ich sagen, sehen wir im nächsten Part von Let's Play Spyro, Year of the Dragon. Also vielen Dank fürs Zusehen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao!